Hey Leute, ja, das ist mein neuer Hut. Habe ich auch schon eine ganze Weile, habe ich noch nie aufgesetzt. Und ich bin auf einem Bauernhof. Bekomme zwar kein Geld, aber cool ist, wenn ich hier 3 Monate bleiben würde, dann könnte ich mein zweites Visum beantragen damit automatisch. Und hier ist echt nicht viel Arbeit zu machen. Das ist auch wieder sehr cool. Das ältere Pärchen, super nett. Gestern das erste Abendessen gehabt und gestern halt erst angekommen, war sehr cool. Ich muss mich jetzt um die kleinen Rabbits kümmern, um die Bunnies. Und habe den anderen Tierchen auch schon Wasser gegeben. Also so hier Enten, Hühner und angeblich soll es ja auch Koalas geben und Kängurus. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Hier bin ich nun im Outback in der Einöde. Gar nicht so weit entfernt von Byron Bay. Also mit dem Auto Stunde, maximal 1,5 Stunden. Wurde mir zumindest so gesagt. Ich habe nicht auf die Karte geguckt oder so. Kein Empfang, also kein WLAN. Nicht mal irgendwie Handysignal oder so, wirklich gar nichts. Ne? Also normalerweise hat man ja mal vielleicht einen Balken oder so, wenn man irgendwo hingeht, aber hier überhaupt nicht. Ja, überhaupt nicht. Wir müssen sogar 1/2 Stunde fahren, bis man in eine kleine Stadt kommt und da gibt es dann eine Bibliothek mit WLAN. In Deutschland kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen. Da hat man wenigstens irgendwo, wenn man auf dem Dorf oder so ist, hat man wenigstens einen Balken, wenn man irgendwo hingeht. Ne? Und hier ist es so, dass man wirklich nur auf diesem Felsvorsprung mit dieser mega steilen Klippe nach unten einen Balken hat. Einen Balkenempfang. Und ansonsten nirgendwo, kilometerweit, also gut, ich will es nicht übertreiben, aber rund um so im Radius von, ich sag mal, ca. 50 Kilometer, null. Null Norder. Ja, deswegen muss ich mich immer hier hinstellen, hier an diese gefährliche Klippe, da, wo es hunderte, tausende Meter runter geht. Mehr gibt es zu diesem Ort eigentlich gar nicht zu sagen, außer Schlange! Ja, ansonsten gibt es ja Alligatoren, Kängurus. Nein, Alligatoren gibt es hier nicht. Obwohl es hier unten einen Fluss gibt. Da wurde mir gesagt, ich kann da barfuß durchgehen, aber sei vorsichtig. Also ich weiß nicht genau, was sie damit meinten. Ihr hört es bestimmt schon, wird langsam Abend. Ich muss euch, bevor es richtig dunkel wird, noch was zeigen, was ich irgendwie ziemlich faszinierend finde. Ich habe mich erst gewundert, so, warum soll ich ein Trinkwasser aus der Regentonne holen? Da, das ist die Regentonne. Und die hat einen Filter drin. Das Regenwasser, das wird gefiltert, wo das Wasser durchsickert langsam, wo dann die ganzen Mineralien, die ganzen Gifte und so weiter rausgezogen werden.
und dann halt wirklich nur das destillierte Wasser, das reine Wasser durchsickert. Ich zeige euch mal kurz, wie das von oben aussieht. Ja, das ist der grobe Filter, der die großen Sachen auffängt. Für manche vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es toll. Ich finde es echt klasse. Sehr coole Idee. Wie gesagt, am Anfang dachte ich auch so, hä, was, aus der Regentonne? Aber die haben halt nicht gesagt, dass das tatsächlich gefiltert wird. Und ja, wie eben gerade schon gesagt, es schmeckt auch gefiltert. Ja, das wollte ich euch mal zeigen. Handstand?